Die können wir aber holen tun. Es brennt gerade. Ach, es brennt gerade Brot. Schön. Nehmen wir noch mit. Ist auf jeden Fall noch eine coolere Essensversorgung. So, kurz Nachtschreiben mit einem Herzen. Ultra gay. So, dann einmal hier sortieren, einmal da sortieren. Tu das Notice, das so. Oh, Lotus. Ich hab den falschen Taste gedrückt, Entschuldigung. Das kommt rein, das kommt rein. Rubber Tree nehmen wir gleich mal mit. Die Quarry möchte ich nur ungern mitnehmen. Das kann hier bleiben. Irgendwo fliegt hier jetzt wieder so ein richtig fettes Vieh durch mein Zimmer. Nein, nicht meine Mutter. Solche Witze sind nicht lustig. Das nehme ich mit, das repariere ich vorher nochmal kurz. Tu das Note, dass das Note tut. Ach ja, ja, ja. Ich war gerade am überlegen, wie wir die Seared Bricks bekommen. Aber mir ist es wieder eingefallen. Okay. Gib Rowling. Was haben wir hier drin? Pulverized Lead. Cool. Lead Ingot. Müssen wir auch mal gucken, was wir daraus bauen können. Schön ist. Das bleibt hier, das bleibt hier. Das nehmen wir mit und reparieren wir auch nochmal kurz. Das. Tu das Note. Jetzt krieg ich das nicht mehr aus dem Kopf, du. Das brauchen wir auch nicht. Tu das Note, dass das Note tut. Fuck. Wenn man einmal sowas im Kopf drin hat, dann ist vorbei, sag ich dir, du. Dann ist vorbei. Hast du verloren. Hä? Ist das Ding? They see me trolling. They hating. So, erstmal mit Pheromonen behandeln. Denn nur Pheromonfleisch schmeckt mir. Okay, also wir brauchen unsere Mission. Eisen. Und Lapis. Soweit ich das sehe. Eisen und Lapis. Tu das Note, dass das Note tut. Wobei wir können tatsächlich. Also wir brauchen tatsächlich. Jetzt bin ich verwirrt, Moment. Circuit. Wir brauchen ein bisschen mehr. Als das steht. Weil wir benutzen ja die Force-Methode. Force-Methode kostet uns für 2, 4. Also für 1, 2. Und sonst brauchen wir für einen. Dafür brauchen wir auch weniger Redstone. Aber eigentlich macht es keinen. Und auch weniger Kupferkabel. Weniger Redstone braucht man nicht. Achso, brauchen wir. Oh, doch. Doch. Aber Eisen ist halt die Sache. Aber der Rest, Kupferkabel, Gummi, Redstone, brauchen wir alles dann weniger. So, jetzt tun wir hier, gucken du. Erstmal vielleicht mein Inventar ein bisschen anders anordnen. So. Hier haben wir schon das erste. Eisen, sehr schön. Bisschen schade, dass man durch den Electric Furnace keine Erfahrung bekommt. Sondern nur durch normales Furnacen. Finde ich schade. Das finde ich schade. Vielleicht war es zu schwer umzusetzen. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Grund dafür nicht. Wird wahrscheinlich einen Grund haben. Vielleicht aber nicht dran gedacht. Kann natürlich auch sein. Aber das finde ich schade. Ja, da ist ein Enderschmerz. So. Ja, Kupfer nehme ich natürlich auch mit. Eigentlich können wir auch die Diamantenspitzhacke benutzen. Geht schneller. Ich sehe da was, und zwar ein Endertot. Ach. Nee, ist normaler Endermann. Hab nichts gesagt. Stehen wir Fackeln hin. Na? Schnubbi. Oh, hier haben wir auch Force. Sehr schön. Sind auch schon wieder 12 Force-Barren. Damit haben wir, glaube ich, schon ungefähr die Circuits drin. Könnte sogar hinkommen, vielleicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
nicht die Endermans angucken. Habe ich vorhin auf 9gag einen Post gesehen, von wegen, eine Schwester bringt ihren kleinen Bruder so ein bisschen Minecraft bei. Und dann fragt der Bruder, was ist denn das da? Und sie sagt, das ist ein Enderman, den darfst du nicht angucken. Und er macht halt die Augen zu in Real Life. Und sie ist dann nur so von wegen, are you fucking kidding me? Seriously, Bro. Fand ich lustig, fand ich niedlich. Weiß ja nicht, wie alt der Bruder war, aber das war so. Mit einem Oculus Rift würde das ja klappen. Ja, wobei Augen zu machen auch nicht wirklich, aber. Das fand ich echt süß. Also das, was ich mir halt echt vorstellen kann, dass es nicht gefaked ist, weil ich glaube, vieles ist gefaked. Weil ich da auch sagen muss, solange ich gelacht habe, ist es mir egal. Aber das, wie man erklärt, halt irgendwie so ein 6 oder 7 hier, von wegen, wenn du anguckst, dann macht der böse Dinge. Ich glaube schon, dass der drauf reinfallen kann. Also was heißt drauf reinfallen, dass falsch verstehen kann. Oh, hallöle Popöle. Na, Spinne? Das ist auch ein Arsch offen, oder? Alter, haben die in Vanille auch so viel Leben? 20, weiß nicht, klingt irgendwie viel. Ist mehr als 10. You don't say, Gries. Na, Creepy? Er ist der Creepermann, der alles kann. Geronimo. Ja, die Creeper kannst du natürlich nicht treffen, dass wir eine Schallplatte bekommen oder so, ne? Weil ich auch nicht weiß, seit welchem Patch das so ist oder das schon immer so ist. Weil Schallplatten gibt es ja auch schon recht lange. Was ist los, Mucki, hä? Die steht da rum und guckt sich die Jägen an. Ich glaube, die will raus. Okay, so, hier haben wir wieder Force. Wie viel Eisen haben wir denn? 34? Ich glaube, es reicht sogar schon. Was haben wir hier? Ist das Tin? Oh Gott, und die nächste Höhle. Ich krieg die Krise. Ich möchte mir da hinten das angucken, ob das jetzt wirklich so ein Minenschacht ist oder ob das irgendwas anderes ist. Tin, ja. Wie? Von wo? Hä? Unter mir. Force nehmen wir uns noch mit. Sehr schön. Manchmal verstehe ich nicht, warum sie sich in die Luft jagen. Ist deren Leben so schlecht? Nein, ich meine es eher vom Trigger-Event her. Eigentlich standen wir auch gerade weit genug weg. Oh Gott. Was hier alles rumliegt. An Materials. Schwert ist auch gleich schon kaputt. So, kommen wir jetzt da immer noch nach oben. Ohne Probleme. Oder müssen wir was anbauen? Nee, schaffen wir. Schön. Die ist tot. Wenn wir jetzt sterben würden und Feuer oder so, ey, ich würde mir in den Arsch beißen. Das wäre echt scheiße unglücklich. Lampadampam. Mein, wir haben jetzt gleich um die 100 Eisenbarren. 102 Eisenbarren, das sollte eigentlich genügen. Kohle haben wir keine. Ja, dann bringen wir Fakten jetzt auch nicht so viel. Mama? Möchtest du raus, Muckebär? Ja, sagst du? Mama? Mama? Mama, ja. Uno della momento. Brauch kurz Fackeln.
So, erstmal hier alles ausfackeln. Ob das hier ist noch Tin, das werden wir uns noch mitnehmen. Aber ganz kurz. So, nun sind wir allein. Sie ist weg. Weg. Okay. Hätten wir das Öch. Achso, ja. Gerade verwirrt, was das für ein Erz war bei dieser Farbe, aber ist alles okay. Okay, keine Etage drüber. Ja, Schwert kaputt. Jetzt sollten wir nicht uns mehr allzu lange hier aufhalten. Ernsthaft, Mr. Brei. Also jetzt eine Spinne vergiftet oder so, dann haben wir halt ein Problem. Das möchte ich sehr gern umgehen. Haben wir denn alles an Materialien rausbekommen, was ich wollte? Nein, es fehlt noch Lapis. Und ich wollte das Tin noch mitnehmen. Dann haben wir hier 6 Kupferbachen, 16 Zinn, 102 Eisen, jetzt noch ein bisschen Lapis und ich bin zufrieden. Fachzizium haben wir auch hier bekommen. Oh fuck, die Henne. Von da oben komme ich. Ich glaube auch von da und nicht von hier. Okay, haben wir nochmal Eisen. Was möchte Mr. Soma von mir? Beste Slotwaffe gezogen. GZ. Da muss man ja mal gratulieren. So, was macht man? Lapis hat sich irgendwo gesehen. Ich kann's nur nicht mehr sagen, wo. Vorne ist kein Lapis. Das ist was für die Bienenmod. Ich glaube, Lapis hatte ich hier an der Seite gesehen. Sehr schön. Ist auch schon mehr Lapis, als wir brauchen. Wobei, nee, wir brauchen ja noch für das Jetpack, für die Powerzellen. Lapis, was ist das hier Schönes? Das müsste Uran sein. Nee, Quantum. Quantum Boost. Natürlich auch sehr gerne mit. Da noch ein bisschen Redstone. Brauchen wir auch noch für unser Jetpack. Weil dafür soll, da sollten wir auch schon genug von haben. Danke. Und halbwegs danke. Okay, ich habe tatsächlich nur einen Block bekommen. Oh, Grießbrei, dran denken, niemals unter sich selber Blöcke abbauen. Rule number one. Bin daran schon so oft verreckt, dass ich das eigentlich mittlerweile wissen sollte. Oh, da liegt was Süßes. Ja, mit Diamanten, da kann man mich ja mit... ködern. So ein Vanilla-Denken einfach noch so, oh, Diamanten, nee, geil, alle. Mehr Lapis etc. sehe ich jetzt nicht. Lapis Lazuli. Warum ist der gerade nicht gesprintet, der Sack? Mein armes Herz. Gold nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Ich kann gleich mal gucken, was wir für eine Electric Engine brauchen. Falls wir da noch irgendwas an Material besorgen müssen. So, Leck. Da. Tin Gear, Tin, Glass Pistons. Wir brauchen Tin. Habe ich ja ein bisschen was mitgenommen. Das sollte Lead sein. Ich versuche so mittlerweile mal ein bisschen die Materialien zu merken, zu wissen auf Anhieb, was was ist.
Jetzt haben wir auch wieder eine ganze Menge an Redstone bekommen. Ist auch nicht schlecht. Blam, blam. Da unten ist auch noch Redstone, aber naja. Ein Enderschmarrn. Gold können wir noch ganz gut mitnehmen, weil ich noch nicht weiß, wofür wir es brauchen. Ich weiß, glaube ich, wo wir sind, ja. Ich liebe dieses Höhlensystem so ein bisschen.